Ich muss sagen, das ist ja mal ein Streik, der könnte richtig wehtun. Also wenn der Zug nicht fährt, kann man das Auto nehmen. Wenn die Kita streikt, kann die Oma einspringen. Aber was machen wir ohne die Post- und Paketboten? Wer schleppt uns dann die Bücher, die Kleidung, das Katzenstreu und die Schlafcouch hoch in den vierten Stock? Ich weiß es auch nicht. Die Post soll ja angeblich einigen Mitarbeitern subtil gedroht haben, damit sie sich das mit dem Streik noch mal überlegen. Wie sieht das aus, wenn die Post droht? Ungefähr so wahrscheinlich. Leider haben wir sie nicht angetroffen, wir haben stattdessen ihre Nachbarn bedroht. Wie stehen die Deutschen eigentlich zum Streik bei der Post? Was sagen die Mitarbeiter, was sagt der Vorstand? Unser Statistikexperte Klaas Butenschön hat die ganz neuen Zahlen. Danke, Christian. Wir haben zunächst speziell die Postangestellten befragt. Wir wollten wissen, warum streiken sie eigentlich? Darauf sagten 19%, ich kann gerade nicht, ich parke in zweiter Reihe, habe 48 Amazon-Pakete auf dem Arm und versuche den Pitbull vom Nachbarn abzuschütteln. 33% meinten, wofür wir streiken? Wir wollen mindestens so gute Arbeitsbedingungen wie die Stadionbauer in Katar. Und 48% sagten, sorry, hab's eilig. Wissen Sie, ob hier im fünften Stock ein Herr Obelix wohnt? Ich habe einen Hinkelstein für den. Tja. Danach haben wir die Bürgerinnen und Bürger befragt. Angesichts der Arbeitsbedingungen und der schlechten Bezahlung der Postangestellten, haben Sie Verständnis für den Streik? Darauf sagten 22%, nein, wenn denen das Briefeaustragen zu anstrengend ist, sollen sie einfach eine E-Mail vorbeibringen. 27% meinten, nein, ich bin Leuchtturmwärter und immer wenn die meine Post beim Nachbarn abgeben, muss ich bis nach England rudern. Und 51% sagten, die sollen sich mal nicht so anstellen. Waschmaschinen sind heute doch viel leichter als früher. Ja. Zum Schluss haben wir dann die Manager bei der Deutschen Post gefragt, ob sie nicht langsam mal die Arbeitsbedingungen verbessern wollen. Darauf sagten 100% der Postmanager, danke für Ihre Frage. Bitte holen Sie die Antwort unter Vorlage eines gültigen Personalausweises in Ihre nächstgelegenen Postfiliale ab. Jedoch nicht heute. Und damit zurück zu dir, Christian. Vielen Dank, Klaas Butenschön.